Katja Kühne ist die Bachelor-Gewinnerin. Überraschung? Naja, wohl eher nicht. Bereits seit Wochen wissen alle irgendwie Bescheid. Und auch bei anderen Mädels ist schon vor dem Bachelor aus klar. Sie lieben einen anderen. Ziemlich vorhersehbare Geschichte. Die große Spannung bleibt in dieser Staffel leider aus. Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah hat da so eine Theorie. Vielleicht liegt es daran, dass die Kandidatinnen, die jetzt dabei sind, nicht wirklich dorthin gehen, um die große Liebe zu finden, sondern um einfach nur berühmt zu werden und dadurch auch diese Geschichten selber, undercover oder über andere an die Presse bringen, weil sie ins Gespräch kommen wollen. Gar nicht mal so abwegig. Beispiel Angelina Heger. Bereits vor dem Showfinale lässt sie sich als Stargast für Disco-Auftritte buchen. Ein lukrativer Nebenjob. Zudem steht die Blondine schon jetzt beim Katzenberger Management unter Vertrag. Ich denke mal, sie ist zum Bachelor gegangen, um ein kleiner Z-Promi zu werden. Und ich denke immer, dass sie halt nur in die Öffentlichkeit will. Und auch bei Christian selbst ist Liebe nicht das Hauptmotiv für seine Teilnahme. Ja, also ich denke schon, dass er vorher auch genug Frauen hatte. Aber ich glaube, es war ja so, dass er irgendwie angesprochen wurde. Und ich glaube, so vor den Kameras, TV, das macht ihm auch ein Stück weit Spaß. Und von dem her hat er die Chance ergriffen. Ja, ja, die große Chance auf ein bisschen Ruhm haben die Bachelor-Teilnehmer jetzt alle. Nur die Sache mit der Liebe nimmt den Kandidaten wohl niemand mehr so wirklich ab. 50 Kilo weniger Fett. Ja, Mama Wolny kann wirklich stolz sein. Leider hinterlässt so ein Gewichtsverlust auch unschöne Spuren. Die Lösung ist schnell gefunden. Eine Bauchstraffung soll her. Ganze 5 Stunden dauert die OP. Ein Restrisiko ist immer vorhanden. Der Chirurg ist sich trotzdem sicher, am Ende zahlen sich die Qualen aus. Sie können mit einer gewissen Ausstrahlung erlangen, das ist so, weil Sie sich besser fühlen einfach. Ja? Und das vermitteln Sie auch unbewusst anderen Leuten. Und vielleicht klappt's dann ja wieder mit der Liebe? Vielleicht steht da irgendwas im Vorfeld, aber wir warten es mal ab. Also, ja. Und ja, ich denke mal ganz einfach, ich fühle mich danach vielleicht auch besser, so mein eigenes Selbstbewusstsein, dass man das wiederfindet. Neues Selbstbewusstsein, neuer Körper, neue Liebe. Nach dem Stress im vergangenen Jahr wäre das der lieben Silvia wirklich wünschenswert. Wien im Ausnahmezustand. Dschungelprinzessin Larissa Marold gibt sich die Ehre auf dem roten Teppich. Der Grund? Ihr erster eigener Kinofilm Rise Up and Dance feiert endlich Premiere. Na Larissa, wie fandest du dich denn selbst auf der großen Leinwand? Ja, für mich ist es ja immer noch so eine Sache, mich selbst irgendwie auf einer Leinwand zu sehen oder im Fernsehen. Das ist ja für mich persönlich eigentlich eine unangenehme Sache. Ich sehe mich nicht gern selber. Ganz so schlimm ist es aber doch nicht. Mein erster Kinofilm. Der zweite folgt ja auch, wo ich dann schon eine Hauptrolle habe. Ach Larissa, die Hauptrolle spielst du doch irgendwie immer. Alle lieben Game of Thrones, auch die Vanity Fair. Als erste Serie überhaupt schafft es die Buchverfilmung auf das aktuelle Cover des Magazins. Und als Schmankerl obendrauf gibt's diese Behind-the-Scenes-Aufnahmen direkt aus Nordirland. Na, damit lässt sich die Wartezeit bis zur vierten Staffel doch ein kleines bisschen erträglicher gestalten.